Hallöchen. Ja, nach langer Zeit mal wieder was von mir. Ich bin hier in Blankenfelde, heute am 9. November, 12 Uhr. Ja, am 10. 20 Uhr wird der Regionalverkehr hier wieder aufgenommen, nachdem es seit 22. April gesperrt war. Dann rollte hier alles über ein Gleis. So, hier ist der Aufgang zum Bahnsteig. Wie gesagt, die Jungs legen sich ja mächtig ins Zeug. So, jetzt sehe ich mal Parkhaus noch eine Etage höher. Da sieht man das dann besser. Der Blick hier von oben. Fahrgastinformation ist schon installiert. Da wollen wir nur hoffen, was hier losgeht, dass es mit der Möglichkeit einigermaßen hinhaut. Wenn hier alle durch jagen auf ein Gleis zwischen Zossen und Dabendorf, beziehungsweise umgedreht, fahren wir auch nur auf ein Gleis. Die Anhalter Bahn Jüterbock Richtung Mutterstadt Wittenberg wird dann gesperrt für ein paar Monate. Auf der Görlitzer Bahn KW wird gebaut. Nach Frankfurt wird auch gebaut. Eigner Fangschleuse. Und das meiste an Umleitungsverkehr will man hier durchboxen. Die Odeck ist hier heute auch vertreten. Die übernehmen wir dann nach wie vor wieder die RE8. Ja, hallo, heute mal wieder was aus Blankenfelde. Hier findet um 10 Uhr ein Grillfest statt von der DB. Um den Anwohnern, Fahrgästen, Reisenden Danke zu sagen für die Unannehmlichkeiten der monatelangen Totalsperrung. Ja, ein paar Anwesende werden hier sein. Der Konzernbeauftragte der Bahn für Berlin und Brandenburg, der Bürgermeister von Blankenfelde und der Projektleiter der Dresdner Bahn. Die alle werden sich hier gegen 10 Uhr einfinden und werden dann, ja, soll ich es mal sagen, wahrscheinlich Sonntagsreden halten. Aber in Blankenfelde hat es ja bis jetzt alles ganz gut geklappt hier mit der Brauerei. Ich werde natürlich nachher nicht die ganzen Reden aufnehmen, das wird mir zu lange. So, jetzt bin ich hier auf dem Bahnsteig, Blick Richtung Norden, Richtung Glaser Damm.
So, der hatte schon mal Verspätung gehabt hier. 6 Minuten. Denn der Fahrplan hier ist ja eng gestrickt. Eben Abfahrtzeit 14 und der nächste schon 15. So, Blick Richtung Süden, Richtung Zossen. So, hier wird dann mal die S-Bahn halten. Irgendwann. Ich glaube aber erst 2025. Ich glaube, vorher wird das nichts. So habe ich das jetzt jedenfalls hier rausgehört. So, noch ein interessantes Detail entdeckt. Der Bahnsteig hat hier Fälle. Ist mir im ersten Moment ja nicht aufgefallen. Aber wenn man darauf hingewiesen wird, dann sieht man das schon.